Herzlich willkommen, meine liebe Happiness Reloaded Community, meine liebe Happiness Reloaded Family. Herzlich willkommen an diesem Abend, an diesem wunderschönen, milden Abend. Zumindest ist es bei uns in Salzburg so. Ich freue mich sehr, wenn du mit dabei bist. Wenn du jetzt live zuschaust, dann schreib doch gleich drunter, wo du gerade sitzt. Sitzt du am Badesee, im Casino oder im Gasthaus oder gar zu Hause am Balkon? Und wenn du das im Replay schaust, dann Hashtag Replay. Und ich begrüße heute ganz herzlich einen sehr speziellen Gast. Der war vor einem Jahr schon einmal bei mir und hat damals ein wunderbares Zitat gebracht, das da heißt, Geld allein macht nicht unglücklich. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Money Hero Florian Fritz. Hallo. Hallo Romana, danke, dass du mich eingeladen hast. Es ist mir eine Freude. Florian, bei dir hat sich im vergangenen Jahr so wahnsinnig viel getan. Wir sind ja in Kontakt und ich freue mich, total deine Gruppe zu beobachten, die da ein Wahnsinnswachstum hingelegt hat. Und neben dieser Gruppe ist ja auch sonst unglaublich viel passiert bei dir. Magst du ein bisschen erzählen, erstens mal, worum geht es in deiner Gruppe, für die, die es noch nicht kennen, und was sich bei dir getan hat? Ja, also wir haben ja die Gruppe ungefähr gleichzeitig gegründet im vergangenen Jahr. Also ich feiere auch jetzt Anfang Juli mein einjähriges Jubiläum. Und sie ist gut gewachsen, es sind jetzt über 1100 Mitglieder. Wow. Und worum geht's? Ja, sie heißt Money Hero, also worum wird es gehen? Um Geld. Es geht darum, wie man seine finanzielle Situation verbessert, indem man also sich auf die drei Säulen des finanziellen Erfolgs konzentriert. Das Money Mindset, also wie denkst du über Geld? Dann das Money Management, also der größte Unterschied zwischen finanziellem Erfolg und Misserfolg ist, wie gut du mit deinem Geld umgehst. Da gibt es dieses Buch, The Millionaire Next Door, und wo sie, der Autor hat ganz viele Millionäre interviewt und was am Ende rauskommt, ist, reiche Menschen gehen gut mit ihrem Geld um. Also du kannst das Buch sparen, du brauchst das nicht lesen, da steht drin, reiche Menschen gehen gut mit ihrem Geld um. Und also eben, das ist sehr wichtig. Und der dritte Teil natürlich, das Geld machen. Aktiv und passiv. Also du willst deine Fähigkeiten verbessern, Geld zu machen und dann willst du dieses Geld mehr Geld machen lassen für dich, damit eben am Ende das Geld für dich hart arbeitet und nicht du hart für das Geld. Also darum geht es in der Gruppe. Und ja, da gibt es alle möglichen interessanten, spannenden Sachen dazu. Wir spielen annähernd jede Woche Cashflow. Sagen wir mal jede zweite Woche. Am Sonntagabend, Nachmittagabend, eine Runde spielen wir Cashflow. Das ist ein Spiel, das Robert Kiyosaki, der Autor von Rich Dad, Poor Dad, also der Finanzbestseller der letzten 20 Jahre, 97 hat das rausgebracht, der hat eben so dieses Spiel entwickelt, das wir einmal in der Sonntag spielen, in dem man lernt, warum die Reichen reicher werden und wie man das nachmachen kann. Also wie schaffst du dir Vermögenswerte, die dir Cashflow, passives Einkommen produzieren, damit du eben aus diesem Hamsterrad herauskommst. Und so kann man viel Spaß haben und lernen gleichzeitig. Und das muss ich auch wirklich bestätigen, das macht unglaublich viel Spaß, dieses Online-Cashflow. Mir tut es total leid, dass ich schon so lange nicht mehr dabei war, aber das ist wirklich, für mich war es auch so diese Erkenntnis, das merkt man ja auch bei uns beim DKT-Spielen, das kennen sicher alle noch aus ihrer Kindheit, das kaufmännische Talent. Und mir ging es damals schon so und es ist auch beim Cashflow wieder so, dass diese quasi diese Hürde, jetzt Geld zu riskieren, extrem hoch ist bei mir. Und mir hat das übers Spielen so viel aufgezeigt, auch über mein Mindset. Ja, woher kommt das? Warum fällt es mir so schwer? Was ist denn dieses, oh, ich muss die Gröschlein so bewahren, also zum Sparefroh tragen am Ende vom Jahr und diese Geschichten. Alles, was man halt so ja, mitbekommen hat auch. Ich sage immer, eine österreichische Jugend am Land. Klassiker. Viele spiegeln unser Verhalten. Ne? Wenn du das beobachtest, Leute, die sehr aggressiv im Leben sind, die spielen auch eher aggressiv. Leute, die sehr schüchtern sind, die spielen auch vorsichtig. Und Leute, die beim Spielen schummeln, die schummeln sich auch irgendwie so durchs Leben. Ne? Und genauso kannst du beim Cashflow schauen, okay, wie verhalte ich mich mit Geld?
Mache ich zu viel Risiko? Mache ich zu wenig Risiko? Bin ich zu sparsam oder gehe ich pleite? Und wenn ja, warum? Ja, auch das kann passieren. Absolut, ja. Und dann kannst du dich eben beobachten und sagen, ah, mache ich das im echten Leben auch so? Oder beziehungsweise könnte ich das im echten Leben auch so machen, nachdem ich mal mit Spielgeld vielleicht ein bisschen mehr Risiko genommen habe und das erfolgreich war? Was kann ich lernen, was kann ich davon umsetzen? Je öfter man das spielt, desto eher denkt man, okay, das könnte man aber im echten Leben doch auch machen. Und wenn man da jetzt mitspielen möchte, was müssen unsere Zuschauer dann tun, wenn sie da auch mal eine Runde mitspielen möchten? Wenn man mitspielen möchte, das Einfachste ist, in meine Gruppe zu kommen. Da poste ich immer die Veranstaltung, wann sie stattfindet. Jetzt kommenden Dienstag haben wir eine ganz spezielle Session. Dienstagabend, und zwar für eine Münchner Cashflow-Meetup-Gruppe. Also es ist deutschsprachig, normal ist es Englisch. Dienstag, und zwar wird das ein 2,5-3 Stunden Session sein mit Seminar davor. Also wir haben vorher ein Video von Robert Kiyosaki, eine halbe Stunde erklärt, warum das Spiel, was man lernt aus dem Spiel. Wir haben ein kürzeres Video von einem seiner Cashflow-Advisor und dazwischen eben noch, ja, alle möglichen Vorbereitungen, Erklärungen. Man lernt noch extra mehr. Und dann spielen wir eben eine Runde, wo man das Gelernte dann umsetzen und beobachten kann. Das Super. Heißt, eine bisschen längere Version, das wird am Dienstag sein. Und ich kann gerne einen Link dann hier unten in den Kommentaren posten dazu. Super, das wollte ich gerade anbieten. Bitte poste den Link zu deiner Gruppe unbedingt hier drunter, dann, damit man mitmachen kann. Und auch schauen, was sonst noch los ist, denn da ist ja einiges los. Ja, ich mache immer wieder mal ein Webinar. Ich hatte eine ganz lustige Idee, das habe ich jetzt erst einmal getestet. Ein Webinar, es gibt ja mal so, du kennst sicher diese Memes, ja, wo halt irgendein schlauer Spruch drin steht oder so oder mehrere. Und dann denkt man sich, das ist aber eine wirklich schlaue Sache, das sollte ich unbedingt beachten oder mal machen. Aber hast du es jemals gemacht? Natürlich nicht, weil in der Sekunde siehst du ja auch noch drei andere Sachen oder machst eigentlich eh was anderes. Und ich mir gedacht, okay, machen wir doch ein Webinar draus, und habe eines dieser von ein so ein Meme mit einem guten Finanztipp hergenommen. Und dann haben wir das eben besprochen, diskutiert, Aktionen, Action Steps herausgezogen, die man machen kann. Das ist sehr gut angekommen. Es war eine kleine Gruppe, weil ich habe es eben einmal getestet. Aber die waren sehr begeistert und haben sehr viel gelernt daraus. Das heißt, solche Sachen, also ich mache immer wieder interessante Sachen, ja, die man mitmachen kann, wenn man in der Gruppe ist und dann mitbekommt. Genau, auch diese 10-Tages-Geschichte, das war, glaube ich, das Letzte, was ich mitgemacht habe. Goal-Setting, Ziele setzen, genau. Genau. Ganz wichtig, nicht nur bei Geld und Finanzgeschichten, egal was du willst, ist ja, die meisten Menschen bekommen nicht, was sie wollen, weil sie nicht wissen, was es ist. That's the point. Also finden wir mal heraus, was ist es, was ist eigentlich das richtige Ziel für dich? Weil ein anderer Grund, warum Menschen ihr Ziel nicht erreichen, ist, dass es ein falsches Ziel ist. Es gibt tatsächlich falsche Ziele. Ja? Wenn es was ist, was eigentlich jemand anderer von dir erwartet, was du glaubst, dass du als Ziel haben solltest, weil die Familie das gut findet oder Freunde oder Chef oder wer auch immer. Ja? Also du findest mal raus, was ist eigentlich das richtige Ziel für dich? Und dann erstellst du eben in 12 Schritten einen Plan, wie du das auch schneller, besser, größer erreichen kannst. Das ist ein relativ, also eigentlich, früher war es ein Eintagesseminar live, ja. Und nachdem man jetzt so schlecht Tagesseminare in einem Raum halten kann, habe ich das eben, diese 12 Schritte in eine Challenge heruntergebrochen, dass man jeden Tag eine kleine Aufgabe hat und am Ende eine größere, von der man halt diesen visuellen Plan erstellt. Aber es ist ein sehr tolles Konzept, also ein Seminar von meinem Trainer Blair Singer entworfen. Also es ist ein sehr geniales Programm, um seine Ziele zu planen und auch zu erreichen. Ich finde auch dieses Konzept, du arbeitest da ja am Anfang mit diesen Post-its, das fand ich total toll. Ich habe da letztens, ich muss dir das zeigen, ich habe sofort an dich gedacht.
dieses tolle Post-it-Tablett hier, da sind sogar bunte Pfeile drauf. I Ja, love it. das ist gut. Da fällt das dann gleich noch viel leichter. Ja. Also, wer gern an seiner Zielsetzung arbeitet, das kann ich wirklich sehr empfehlen. Es war auch unglaublich viel Spaß. Also, ich habe das sehr lustvoll empfunden, auch da eben rumzukleben und das neu zu ordnen und halt festzustellen, es ist auch in meiner Zielsetzung und in der Umsetzung ja nichts in Stein gemeißelt. Ich darf da was verändern. Ne? Gut, ja, und Das das ist ist auch auch so richtig so. wichtig. Mhm. Ein Ziel ist ja nicht jetzt in Stein gemeißelt, ja, du bist jetzt nicht dein Ziel, nur weil du es dir heute setzt, sondern es ist ein Magnet in der Zukunft, der dich in die richtige Richtung zieht. Und auf dem Weg darfst du draufkommen, dass es das Ziel doch dann 10 Meter daneben liegt und eigentlich was anderes ist. Genau. Das ist völlig in Ordnung. Und dann kann man wieder seine Post-its nehmen. Hier. Post-its. Weil ich bin ein Meister der Post-its. Und kannst das wieder umarrangieren. Wunderbar. Und Genau. ja, du erreichst auf jeden Fall, wenn du das dann deinen Plan aufhängst, Schritt für Schritt abarbeitest. Der Plan erstellt dir dein Budget, der sagt, was kostet dich das Ganze, was brauchst du an Mitarbeitern, brauchst du Hilfe oder nicht. Und am Ende bist du auf jeden Fall schneller und besser dort und kannst das nächste Ziel in Angriff nehmen. Und das funktioniert natürlich für finanzielle Ziele, das funktioniert für Gesundheitsziele, für Geschäftsziele, für persönliche Beziehungsziele, was auch immer. Es funktioniert, egal was du vorhast. Ein gutes System. Ist ein super Konzept. Wirst du das auch in Zukunft wieder anbieten? Ja, also meine Idee war eigentlich, das Anfang des Jahres zu machen und dann bin ich mal wieder gefragt worden, machst du es nochmal? Also ich habe es jetzt vor kurzem nochmal gemacht. Also ich mache das bestimmt wieder. Ich habe jetzt kein Datum im Moment dafür. Vielleicht im Herbst, vielleicht auch erst Anfang des Jahres. Mal sehen. Je nach Bedarf. Und dann hat sich ja noch was ganz Tolles bei dir getan. Also ich finde das halt amazing. Ja. Okay. Du stehst auf der virtuellen Bühne mit doch einigen namhaften Personen immer wieder mal. Magst du uns da ein bisschen davon erzählen? Gerne, ja. Jetzt war ich zuletzt, habe ich moderiert ein Online-Event mit Robert Kiyosaki. Und vor ein paar Monaten mit Nick Vujicic und den Top-Trainern von, nicht Tony Robbins persönlich, aber seinen Trainern, seinen Spitzen Joseph McLendon und Carissa Cuccis. Ja, wie. Robert Kiyosaki passt natürlich perfekt zu mir, ja, weil ich sehr viel von ihm gelernt habe und lerne. Wie bin ich dazu gekommen? Success Resources, die weltgrößte Seminarveranstaltungsfirma. Und die organisieren alle diese Events. Und ich habe dort sehr viel gelernt. Ich war als Teilnehmer auf sehr vielen Seminaren und dann war ich auf Crew als, oder bin ich immer noch als Crew auf sehr vielen Seminaren. Dass ich eben immer mithelfe, mit unterstütze. Und sie sehen auch, dass ich als Moderator, als Sprecher, als zukünftiger ja, Seminarleiter, wie auch immer, geeignet bin. Und so wurde ich eingeladen, jetzt eben zum ersten Mal mit Kiyosaki auf einem Event zu sprechen. Das war schon sehr interessant und cool, ja. Wie fühlt sich das an? Hast du so das Gefühl, boah, jetzt habe ich einen Teil geschafft von dem, wohin ich wollte? Oder war das eher sehr überraschend? Nein, es war eigentlich nicht mehr sehr überraschend, weil das sich so immer so Schrittchen für Schrittchen kommt man der Sache näher. Ja? Also dann war ich eben mal bei einem Live-Event für 5 Minuten auf der Bühne und dann nochmal und dann nochmal. Ja. Und deswegen war es jetzt nicht mehr so überraschend. Sie hatten mir eben schon gesagt, ja, wir wollen solche Events jetzt machen, online eben auch deutschsprachige. Und deutschsprachig haben sie jetzt nicht mehr so viel Auswahl, wer das moderieren könnte. Ja. Da habe ich schon gedacht, okay, hier ich. Super. Natürlich kann Kiyosaki jetzt lernt jetzt nicht Deutsch, der wird natürlich übersetzt. Aber sie wollen eben, sie haben das in mehrere Sprachen gemacht und dann immer eben Leute aus dem Land oder aus der Sprache dazu genommen.
Und so war es jetzt nicht mehr sehr überraschend, aber natürlich ein Riesenerfolg, der zu feiern ist. Ist für mich natürlich schon ein gutes Gefühl, marketingtechnisch großartig, ein Foto von mir mit Kiyosaki zu haben und sagen zu können, ich habe mit ihm bei einem Event gesprochen, auf der gleichen virtuellen Bühne. Also ist schon, bin schon sehr zufrieden, sehr glücklich damit. Es gibt ja sehr, sehr viele Menschen, die sich genau das wünschen würden. Ne? Dieses, boah, mal auf der großen Bühne stehen, vor XY-1000 Menschen zu sprechen. Was würdest du, wenn jemand jetzt das echt als Herzenswunsch hat, dem anraten? Wie bewegt man sich in diese Richtung? Also ich glaube ja, dass die meisten Leute das um Gottes Willen nicht wollen. Ich kenne so viele, die das wollen, und ich selbst habe das überhaupt nicht. Ich denke mir, nein, also so viele müssen es nicht sein. Weil die meisten Menschen eigentlich Angst vor vielen Menschen zu sprechen ist größer als die Angst vor dem Tod nach irgendeiner Umfrage. Ja? Oh mein Gott, wirklich? Der Tod ist erst am Platz 3 und die Top-Angst ist, vor vielen Menschen zu sprechen. Und das heißt, genau genommen, wenn du bei einem Begräbnis bist, wärst du lieber der im Sarg liegt, als der die Rede hält. Ja? Ich höre das zum ersten Mal, das finde ich grandios. Ja, also eigentlich die meisten Menschen sind eher so herumgepolt. Aber okay, wenn du die kennst, die das unbedingt wollen, wollen wir darauf eingehen. Wie kommst du dazu? Es gibt zwei Wege. Entweder du baust dir das komplett selber auf, dein Publikum. Ja, musst du einfach gut im Marketing sein, dass du dir Schritt für Schritt dich hochhandelst von kleinen zu immer größeren Events. Oder du gehst zu Leuten, die schon große Events organisieren und hilfst erstmal fleißig mit. Mhm. Und du hilfst so lange mit, bis sie dich bemerken und immer mehr auf dich verlassen und immer mehr in Anspruch nehmen und dich irgendwann mal auf die Bühne schicken. Also das ist auch die Geschichte von Robert Riopel. Du warst ja auch mit von einem meiner Trainer und du warst auch bei einigen Programmen von ihm. Der hat auch gesagt, er war der Erste, der T. Harv Eckers, also der Secrets of the Millionaire Mind geschrieben hat, so denken Millionäre. Mhm. T. Harv Eker, der Erste, der seine Seminare halten hat dürfen, weil er einfach so oft da war, bis Harv gesagt hat, ich habe dich nicht mehr ignorieren können. Also einfach da sein, helfen, unterstützen, bis deine Gelegenheit kommt. Irgendwann kommt sie. Mhm. Also das sind die zwei Optionen. Entweder du baust es komplett selber auf oder du gehst wohin, wo es schon da ist und arbeitest mit so lange, bis es geht. Auch wenn man am Anfang kein Geld dafür bekommt oder sehr lange kein Geld dafür bekommt. Ja, weil man am Anfang halt wirklich dieses unterstützende Crewmember einfach ist. Ganz genau. Ja. Wir haben jetzt eine Frage reinbekommen. Ah, die Petra schreibt, die jungen Menschen lernen das jetzt in der Schule schon intensiver. Ich glaube, sie geht da ein aufs Geld investieren, wenn mich nicht alles täuscht. Ernsthaft? Das wäre mir jetzt neu. Petra, wenn du bist sicher noch da. Vielleicht magst du es noch konkretisieren, worauf du dich beziehst. Ich weiß es nicht, ich habe keine Kinder. Kein Thema ist, also... Okay. Es gibt den deutschen Verein Geldlehrer und das in Österreich haben wir ein paar inzwischen auch schon. Also ich gehe in die Schule und unterrichte eine Klasse im Jahr. Aber das ist ja verschwindend gering. Ja? Also die meisten lernen nichts Interessantes über Schule. Sprechen, ja. Ja, ich habe es auch gerade gesehen. Sie meint, das stimmt natürlich, ja, dass man da heute schon wesentlich besser hingeführt wird, auch vor Menschen zu sprechen. Ich weiß es noch, wir hatten diese gehassten Referate immer, wo man überhaupt nicht vorbereitet wurde. Also so red über das, ja super, wie denn? Und ich hatte da an der Uni immer noch eine panische Angst vor diesen Referaten. Das weiß ich noch sehr, sehr gut. Also das war für mich ein Horror. Ich habe da immer versucht zu verhandeln dann. Also kann ich nicht lieber eine 50-seitige Seminararbeit schreiben, ne? Für mich überhaupt kein Problem. Das wäre eine Nacht Arbeit, aber nur nicht sprechen. Ja. Das ist sehr spannend. Ja. Auf der Uni habe ich in der Schule habe ich die Referate auch gehasst, ja, weil über irgendein Buch, irgendwann.
Auf der Uni waren die Themen zumindest schon interessanter. Ich meine, wenn ich selber jetzt irgendeine Arbeit geschrieben habe, darüber auch zu sprechen, das ging besser. Aber jetzt hat mich jetzt auch nicht so fasziniert. Damals hätte ich nicht gesagt, ich will irgendwann auf einer Bühne stehen und Seminare halten. War damals definitiv nicht mein Berufswunsch. Ja, das hat sich Gott sei Dank verändert, denn du machst das so großartig. Es wäre schade, wenn du es nicht tun würdest. Ja, daran ist definitiv Blair schuld. Super. Dass ich meine, Leuten was erklären und beibringen, ja, das habe ich auf der Uni auch schon gemacht. Ja, da hatte ich einen Deal mit irgendjemand hat eine schöne Mitschrift. Also ich erkläre dir, was du geschrieben hast, dafür darf ich deine Mitschrift kopieren. Und also das habe ich immer schon gemacht und so, also dass ich was anderen was beibringe gerne und mich freue, wenn sie es dann verstanden haben. Oder Sachen eben vereinfachen. Aber dass ich jetzt eben das tatsächlich beruflich mache, darauf bin ich gekommen, als ich eben bei Blair Singer in einem Train-the-Trainer-Seminar war und gedacht habe, Das das wäre Thema was. ist klar, ja, ich bin seit 17 Jahren in der Finanzwelt, erst eben als Vermögensberater, dann in der Immobilienentwicklungsfirma, für die ich Investoren gesucht habe. Also das Thema war klar. Aber eben, dass ich jetzt vom Verkauf von finanziellen Produkten übergehe, Leuten beizubringen, wie sie es selber machen können, besser machen können. Das kam dadurch, dass ich eben auf der Suche war, wie kann man es besser machen? Und in all diesen Seminaren nicht nur gelernt habe, wie kannst du deine persönliche Finanzstrategie besser machen, sondern auch, wie kannst du es besser unterrichten, sodass die Leute Spaß haben beim Lernen. Und das ist einfach was, das glaube ich, darf ich jetzt noch einmal sagen für alle, die zuschauen, die sich jetzt dazu geschalten haben. Peter schreibt noch mal, ja, super. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann bitte schaut in Florians Gruppe, denn da finden immer wieder tolle Veranstaltungen statt. Und vor allem, was ich persönlich, ich habe ja so meine Favoriten in der virtuellen Welt. Ich liebe die Daily Money Quotes, die du machst. Also das finde ich einfach genial. Bei welcher Nummer bist du jetzt angelangt? Heute 344. Also seit 344 Tagen stellst du jeden Tag ein Zitat zum Thema Geld vor. Genau, also es sind ein bisschen mehr. Ich muss zugeben, ich habe ein paar Wochenenden und ein paar Tage ausgelassen. Aber Wow. mein Ziel war, als ich letztes Jahr gestartet habe, ich möchte ein Jahr lang jeden Tag ein Facebook Live machen. Und erstmal, worüber soll ich reden? Weiß doch nicht jeden Tag was, worüber ich reden soll zum Thema Geld. Und dann bin ich auf die Idee gekommen mit den Zitaten, habe mir ganz viele Zitate besorgt, Geldzitate, und eben jeden Tag so ein 2-Minuten-Video, 2,5-Minuten-Video zu einem Geldzitat. Das heutige übrigens war von Walt Disney. I don't make movies to make money, I make money to make movies. Also Geld ist nicht der Selbstzweck, ja. Du willst ja nicht Geld haben, weil Geld so toll ist, sondern weil du dir Sachen damit leisten kannst, Sachen machen kannst damit. Und das fand ich auch ganz schön. Das ist sehr schön, ja. Und jetzt sind wir bald bei 365. 20 fehlen noch. 21. Dann werde ich mir überlegen, ob ich sie wiederhole, ob ich einfach ein Best-of mache weiter oder wie wird man sehen. Also du kommst ja zum, ja klar, zum Jubiläum deiner Gruppe kommst du dann auch bei diesen Zitaten, bei den 365 Zitaten an. Das hat Genau. mit der Gruppe begonnen. Ich hatte kurz vor der Gruppe, ich hatte etwas vor der Gruppe begonnen, eben ungefähr, ich weiß nicht, in Summe werde ich übers Jahr so 20 Tage ausgelassen haben. Und Entschuldige? ja, also jetzt geht es sich ziemlich so aus, jetzt kann ich natürlich behaupten, ich habe mit der Gruppe auch mit den Zitaten begonnen, weil es wird sich ungefähr ausgehen. Super. Da habe ich gleich noch zwei Fragen dazu, nämlich das erste. Gibt es denn aus diesem fast ganzen Jahr jetzt so ein Lieblingszitat, wo du sagst, boah, das ist mir so hängen geblieben, das mag ich einfach voll gern? So Also, Bumper-Sticker-mäßig, das. ja, mein Lieblingszitat ist eigentlich immer noch das, mit dem ich begonnen habe, dann auch von John D. Rockefeller. Es ist besser, einen Tag im Leben über sein Geld nachzudenken, als einen ganzen Monat dafür zu arbeiten. Das ist super. Ja. Und was habe ich noch Schönes hier?
Man kann nicht den Sorgen entgehen, indem man mehr ausgibt, als man einnimmt, von Abraham Lincoln. Also, das sind eigentlich zwei von meinen Kernaussagen in allem, was ich den Menschen versuche beizubringen, ist, du musst dich mit deinem Geld beschäftigen. Es wird vom Nicht-Drüber-Reden wird es nicht mehr. Und ja, gib weniger aus, als du verdienst und investiere die Differenz. Das ist, was Reichtum schafft, Wohlstand schafft. Druckst du die alle so schön aus? Nur die Lieblinge? Schon früher ausgedruckt habe, da ist auch das falsche Logo drauf, das muss ich also hier quasi verdecken. die habe ich schon länger ausgedruckt. Nein, ich mache zwar für die meisten so ein Bild, das ich dann zeige, wenn ich es in dem Video, aber nein, ich drucke sie nicht aus. Okay. Meine zweite Frage ist noch die, planst du denn irgendein ganz tolles Festevent, Sektempfang virtuell für deinen einjährigen Gruppengeburtstag? Also ein Sektempfang fände ich traurig, einen virtuellen. Jeder bringt seinen eigenen Sekt mit. Ja, das wäre Bring Your Own Bottle. Party. Ich habe eigentlich noch nichts geplant, nein. Jetzt muss ich mir langsam Gedanken machen dazu wohl, ob ich irgendwas machen will zum Jubiläum. Wann ist dein genaues Datum? Der 11. Juli. Der 11., okay. Ich bin schon sehr gespannt. Wir haben jetzt noch eine Frage bekommen von der Petra, die sehe ich sogar. Welches Alter haben die Leute deiner Gruppe? Daumen Pi. Von Anfang, Mitte 20 bis irgendwo 60, alles. Ich glaube auch, das ist ein Thema, das wirklich für jedes Alter interessant ist. Also das ist wirklich quer durch. Es hat kein bestimmtes Alter. Petra, schau gerne rein. Der Florian wird dann sofort den Link drunter posten und auch alle anderen, die dann noch im Replay schauen. Hashtag Replay, ihr könnt eure Fragen stellen. Wir kommen natürlich drauf zurück, wenn hier jemand im Replay noch eine Frage stellt. Und Florian, mit dir könnte ich ja jetzt bis Mitternacht plaudern. Ah, super, du hast schon gepostet. Ich habe noch zwei kurze Fragen und dann schicke ich dich in diesen herrlichen Abend. Die eine ist, da kam ja mal der Punkt eben, wo du gesagt hast, so jetzt schwenke ich um, ja, jetzt habe ich es verstanden, mit dem Geld macht man so und nicht anders. Erfordert das deiner Meinung nach Mut, dass man sagt, ich steige jetzt aus diesen alten Schienen, aus dem Sparstrümpflein oder aus dem Sparbuch und tu anders? Muss man da mutig sein? Mutig. Das ist eine wahnsinnig interessante Frage, Romana. Also, mutig. Man muss, ja und nein. Also ja, weil man muss natürlich sein Verhalten verändern. Man muss was anderes machen. Die Frage ist, wie eilig hast du es? Ja? Mhm. Die Vermögensformel ist, Vermögen ist Geld mal Zeit mal Ertrag. Wenn ich also noch viel Zeit habe, wo wir gerade über die über das Alter gesprochen haben, ja, jemand, der jetzt 25 ist und sagt, ich möchte keine Geldsorgen im Alter haben, ja, der braucht nicht viel Geld zu investieren, der muss es nur konsequent machen. Okay, er braucht einen höheren Ertrag, als das Sparbuch bietet, aber das ist so schwer nicht. Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, also 6-10% im Jahr, das kriegt man schon, ohne dass man sich ein Bein ausreißen muss. Der muss keine Riesenbeträge, wenn der sagt, ich spare 100 bis 200 Euro im Monat, dann kann der seine Million haben vor der Pension. Mhm. Also für den ist es nicht schwer, weil der hat Zeit. Ja? Wenn ich jetzt schon 55 bin, erstens habe ich meine Gewohnheiten dann schon ziemlich heftig eingeschleift. Und ich habe nicht mehr so viel Zeit. Dementsprechend muss ich mehr Geld investieren. Und wenn ich aber nicht mehr Geld habe, dann brauche ich sehr viel mehr Ertrag. Und wenn ich sehr viel mehr Ertrag brauche, dann muss ich definitiv was ganz anders machen. Dann muss ich vielleicht höhere Risiken eingehen oder ich muss etwas Neues lernen, was einen höheren Ertrag bringen kann. Das heißt nicht, dass es nicht möglich ist. Ja? In 10 Jahren kann man das immer noch problemlos auf die Beine stellen. Man kann es in 1-2 Jahren machen. Aber dann brauchst du wahrscheinlich mehr Mut,
weil du mehr verändern musst, als wenn du viel früher anfängst und es gleich langsam sich aufbauen lässt. Also ich denke, das mit dem Mut hängt davon ab, wo bist du gerade und wie schnell willst du es erreichen? Oh, das gibt mir jetzt sehr zu denken, gerade. Ich habe so 17 Jahre nach der finanziellen Freiheit gesucht, ne? Nachdem ich, als ich begonnen habe als Vermögensberater, habe ich davon gehört, dass es dieses Konzept gibt und fand das gut. Und dann habe ich ziemlich lange danach gesucht. Ja, mal hat es besser funktioniert, mal war ich nahe dran. Oder ich habe eine Zeit, als ich bei der Immobilienentwicklungsfirma gearbeitet habe, Investoren, habe ich vielleicht 10 Stunden in der Woche gearbeitet und habe 10.000, 12.000 € im Monat gemacht. Das ist zwar noch nicht ganz finanziell unabhängig, ich habe ja noch 10 Stunden gearbeitet, aber es war schon ein ganz gutes Verhältnis. Ja? Und deswegen habe ich es natürlich, wie ist es, wenn es einem zu gut geht, muss man es irgendwie kaputt machen. Ne? Ich weiß nicht, ob außer mir dieses Syndrom noch andere auch haben. Da gibt es irgendein Sprichwort, wenn es dem Esel zu wohl wird, geht er aufs Eis oder irgend sowas. Ja? Also habe ich noch eine andere Firma mit einem Partner begonnen, auf die ich nicht gut aufgepasst habe. Der hat sie dann in den Konkurs geführt und auf einmal hatte ich einen Haufen Schulden. Und ungefähr gleichzeitig hat die Immobilienfirma beschlossen, sie brauchen eigentlich nicht mehr Geld oder wollen zumindest keine Provision mehr an mich zahlen dafür. Also stand ich dann auf einmal ziemlich doof da, das schöne Einkommen war weg und dafür hatte ich einen Haufen Schulden. Und ja, dann musste ich mal alle diese Konzepte, die ich gelernt habe, auch umsetzen, oder höhere Risiken eingehen. Also eben schauen, dass ich höhere Erträge habe. Und ja, jetzt bin ich annähernd saniert und kann von meinen Investmenterträgen leben. Noch nicht so, wie ich will, aber ich kann es. Das ist doch schon ganz schön. Ja, also das spricht auch für dein Wissen und dein Können. Ne? Wenn du das jetzt in dieser Zeit auch geschafft hast, dann vom Schuldenberg wieder runterzukommen. Ja. Ja, absolut. Wow. Florian, ich habe noch eine kleine Frage in meinem Bitte. Säckchen zum Abschluss. Bitte. Was möchtest du unseren Zuschauern und Zuschauerinnen denn mitgeben, so für das nächste Jahr? Gibt es da einen Tipp, wo du sagst, so das möchte ich jetzt echt jedem ans Herz legen und dann Ja, also eigentlich hatten wir die zwei Tipps schon, die die wichtig sind. beiden, Ja. ja. Also wirklich, gib weniger aus, als du verdienst. Ich weiß, es klingt super einfach, aber warum schaffen es die meisten Menschen dann nicht? Ja? Also, warum? Der große Fehler ist, dass die meisten Menschen erst alle Rechnungen zahlen und dann das sparen oder investieren, was am Ende überbleibt. Aber es bleibt nichts über. Ja? Da gibt es Parkinsons Gesetz, das sagt, dass sich die Nachfrage irgendwas dem Angebot anpasst. Das heißt, wenn ich mehr Geld habe, dann gebe ich auch mehr aus, automatisch. Deswegen muss man es umgekehrt machen. Ich muss zuerst sagen, okay, diesen Betrag, den will ich für mich behalten. Der gehört mir, bezahlt ich immer selbst zuerst. Am Anfang nehme ich das Geld weg, am Ende des Monats wird wieder kein Geld übrig sein, ja, weil ich alles ausgebe, aber ich habe mir diesmal was behalten. So drehst du das um, dass du eben weniger ausgibst, als du behältst und die Differenz musst du investieren. In was du sie investierst, ja, da gibt es es gibt vier verschiedene Vermögenswerteklassen. Es können Immobilien sein, das können Papierwerte sein, also Aktien, Anleihen würde ich im Moment lassen, das ist Risiko ohne Gewinn. Aber also Aktien und Fonds, ETFs, dann natürlich Unternehmen, dass du selber dein Business damit aufbaust und Rohstoffe. Rohstoffe, Gold, Silber, Öl, Holz, alles Mögliche. Ja. Holz wäre gerade gut gewesen, Also gell? Holz und Kupfer sind im Moment sehr interessant. Also damit habe ich jetzt gerade ganz, ganz nette Gewinne. Öl dürfte jetzt der Preis auch noch ein bisschen steigen. Also eigentlich aktuell, wo so viel Geld in den Markt gepumpt wird, sind Rohstoffe ganz interessant. Das kann, wenn die Blase mit dem vielen Geld, das wir gerade drucken, platzt, vielleicht nächstes Jahr, vielleicht übernächstes Jahr, wer weiß, dann werden Rohstoffe natürlich auch erstmal wieder runtergehen. Kann man wieder billig einkaufen, ja? Also kauft das, was gerade billig ist. Öl zum Beispiel hatten wir letztes Jahr ja auf einmal sogar im Minus, ja? Also Öl hatte sogar die Futures zumindest einen negativen Preis.
Das heißt, du hast Geld bekommen dafür, dass du bereit bist, Öl zu nehmen. Wahnsinn. Ja, da musst du natürlich können, ja, weil 1000 Fässer Öl musst du erstmal irgendwo unterbringen. Das ist so ein Vertrag, sind 1000 Fässer Öl. Ich musste erstmal wo nehmen, ja. Aber ja, ich habe in der Zeit mit Öl gekauft und dann ist es gefallen. Ich habe noch ein bisschen gekauft und ich habe noch ein bisschen gekauft und habe im vergangenen Jahr 40% oder so Gewinn mit Öl gemacht. Wow. Also mich sprachlos zu bekommen, ist ja nicht einfach. Aber jetzt bin ich kurz. Also, okay. Und das ist, ich habe eigentlich, wenn wir da noch ein bisschen tiefer reingehen, ich habe begonnen bei diesen Fonds, dieses ETF, das ich gekauft habe, ich habe begonnen zu kaufen bei einem Preis von 22 Dollar. Mhm. Euro, Dollar, egal. Heute ist der Preis bei 7. Und ich habe 40% plus. Wie geht das? Spannend, oder? Mhm. Ja, also kurz gesagt, ich habe einfach immer wieder gekauft und es ist bis auf unter 2 Euro gefallen und da habe ich natürlich mehr eingekauft. Ah, okay. Mhm. Sodass die ich um 22 gekauft habe, die haben natürlich immer noch einen Verlust. Aber ich habe so viel Gewinn mit denen, die ich billiger gekauft habe, dass ich 40% Gewinn gemacht habe. Wie diese Technik genau funktioniert, könnt ihr in der Money Hero Gruppe lernen. Ja, das ist gut. Oder natürlich auch beim Cashflow spielen. Da lernt man das ja auch schon in den Basics. Da lernt man auch ein paar Basics dazu. Da habe ich das auch schon ein bisschen mitbekommen. Lieber Florian, das war jetzt unglaublich erhellend. Und ich sehe gerade, haben wir noch eine Frage? Ich finde es super toll, mit welchen Tipps du da heute schon aufgewartet hast. Und wie gesagt, in deiner Gruppe gibt es ja noch wesentlich mehr. Und wann immer du einen weiteren Kurs dann wieder startest, gib mir einfach Bescheid. Und wir posten es auch in dieser Gruppe, damit alle, die es interessiert, einfach noch informiert werden dazu. Sehr gerne. Petra sagt vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank auch bei allen, die uns dann im Replay zuschauen. Stellt gern eure Fragen. Wir beantworten die dann schriftlich. Lieber Florian, es war mir ein Volksfest, dass du da warst. Mir auch ein allgemeines Volksfest. Danke für die Einladung. Und wir sehen uns in Bälde. Einen wunderschönen Abend dir und einen schönen Abend auch allen, die uns zuschauen. Baba. Schönen Abend. Tschüss.